Weil es im Bresnitztal, einem der schönsten Flusstäler im Erzgebirge, so schön ist, sind wir praktisch dreimal in Folge dort wandern gewesen und haben somit die Strecke von Finsterau bis Jöhstadt erkundet. Nun fehlt nur noch das kurze Teilstück von Wolkenstein bis Finsterau. Die Fotos und Videos der ersten zwei Wanderungen habe ich im Video zu Besuch bei Kaffeekurt verarbeitet. Heute folgen nun Eindrücke von der dritten Wanderung, die ab Steinbach vorbei an der Gaststätte am Wildbach bis nach Jöhstadt führte. Zurück ging es mit der Dampflok. Ein tolles Erlebnis. Und nun viel Spaß, ab jetzt sprechen die Fotos und Videos. Wir befinden uns hier am Gegenbrumstollen. Wir sind hier in Schmalzgrube am Forellenhof. Thank you.
Genau, damit Sie ihn kennen, ne? Das ist ja bis hinten drauf. Ja. Das ist ja eigentlich nur Übergangsweise. Der Luftbahn ist schon mal. Also im originalen Bahnhof Ruhestadt hat der das ja eigentlich gar nicht gegeben. Nee, wo da ging es da, da, wo der Zaun jetzt ist, da ging es schon runter. Vorne. Bis zur Eisenzeitung ist. Genau. Günther hat gepfiffen. Juli-Loks, das ist noch original von damals. Das ist hier wieder Kiosk in Hauptmann. Die ist auch damals schon gefahren. Nee, hier ist nur die 4 heute vier. Ja. Ach, Spurs. Ja doch, die 6er, die wir haben, ist auch noch original von denen. Die ist damals auch schon hier gefahren. Und die hat jetzt schon den Ja, und dann haben wir noch die 7er, aber die ist doch. Ja, die haben die auch gekriegt. Das sind aber auch die einzigen sächsischen Loks, die noch existieren. 4, 6 und 7. Ja, aber das ist ja Nachfrage einfach.